Billy, lassen Sie sie los! Billy, halt! Lassen Sie sie los! Gehen Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich warne Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Dad, mach doch was! Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc, was ist da draußen? Was hat Ihnen das angetan? Toh. Sie heißen Todon Pectinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, aber... Was, Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unseren Piloten suchen. Billy, warten Sie! Wahrscheinlich war er von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Oscar würde ihren Tod nicht wollen. Er ist gestorben, damit wir überleben können. Wenn er das gewusst hätte, schon. Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Ach, Schnauze. Geht's also darum? Sie hat sie in Gefahr gebracht? Ihr eigener kleiner Rachefeldzug also? Es geht hier nicht um mich. Ich mache das für Decaf und Vargas. Was soll das alles? Sie ist eine Lügnerin. Das kann keiner abstreiten. Ja, sie hat allen gegenüber gelogen. Aber sie hat uns auch geholfen. Nima ist dank ihr noch am Leben. Sie hätte uns warnen können. Ich war mir nicht sicher. Es hätte ja sein können, dass sie in das Quarantänegehege geraten ist. Ich bin der Feind. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Das ist nicht der Punkt, Billy. Sie ist nicht verantwortlich. Hammond und Ingen sind es. Und dafür müssen wir jetzt alle büßen. Aber... Billy, lassen Sie sie los. Wir brauchen jeden, der irgendwie helfen kann. Alles, was Sie sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie doch. Spucken Sie es aus! Nein, es war Sagen nicht... Sagen Sie es! Es war... meine Schuld. Na, also, war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihre Freunde mögen Sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus Ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen Ausweg. Wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Huele a excremento. Zugeschlossen. Einsatzleuchtfackeln. Einsatzleuchtfackeln. Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist er überall Blut. Au! Heiß! Billy, wir sollten Decaf abdecken.
Ich will nicht, dass Jess das sieht. Ja. Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe. Was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Wenn dieser ganze Ausflug irgendwie dazu dienen sollte, mich vom Ladendiebstahl abzuhalten, Ziel erreicht. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Saurier können sich nicht vermehren. Können sie nicht. Es sind nur Weibchen. Aber wie legen sie dann Eier? Theropoden stoßen ihre Eier genau wie die meisten anderen eierlegenden Tiere ab. Denk nur an Hühner. Alle Eier auf dem Markt sind unbefruchtet, nicht wahr? Oh, stimmt. Sie müssen sie also trotzdem legen. Oh je. Was ist? Dass die Dinosaurier Eier ausstoßen, ist ein gutes Argument. Aber das hier ist ein Gelege. Das ist Brutverhalten. Und? Auch Hühner brüten ein großes Gelege aus. Unsere Saurier aber nicht. Ich habe postovulatorische Eier gefunden. Sie waren deformiert, schon zerstört oder achtlos in die Büsche getreten. Verstehe. Wir sollten dennoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie sollte das auch möglich sein? Könnte ein Dino-Mädchen sich in einen Jungen verwandeln? Bei Dr. Wus schludriger Herangehensweise an die Gensequenzierung könnte alles passieren. Ob ich das Schloss knacken könnte? Ich weiß zwar eh nicht, wie das geht, aber ich will auch Einbruch nicht gerade auf Dads Liste meiner potenziellen Verbrechen setzen. Jerry, wir sollten aufbrechen. Ja, alle bereit? Jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten... Sie hat recht. Billy, haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Zugehört! Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, ja? Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Psst. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür! Oh nein! Dad! Sie kommen durch die Lüftung! Komm!
Komm an der Tür vorbei. Dabei. Ich muss mit irgendwas das Schloss aufbrechen. Dann kriegen Sie dieses irgendwas! Zwerungsplatte! Was? Zwerungsplatte, sie ist zwerungsstabil! Los geht's! Danke, Laura. Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Vielleicht kann ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus.
sind zwei Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Schaltkästen oder sowas. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Das bringt nichts. Wenn wir über der Erde wären, wüsste ich genau, wo wir sind. Sobald wir wissen, wo wir sind, können wir dank dieser Tunnel praktisch überall im Park hin. Sie sind alle miteinander verbunden. Dr. Sorkin, wonach genau suche ich eigentlich? Große Rohre, Schaltkästen, Tanks, Leitern, sogar die Richtung des Gangs kann helfen. Suchen Sie weiter. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Die linke Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr, das dann im Boden verschwindet. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein. Wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Thank you.
getan! Ich hab sie da unten zurückgelassen. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Jerry, schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yoder ist bei ihnen. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller können sein. Können sie uns hinbringen? Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Ich finde schon raus, wo wir sind. Sokin ist den Wasserrohren gefolgt. Wo führen die hin? Der Großteil des Wassers wird aus einer Lagune im Norden hergeleitet. Lagune? Die Stelle kenne ich. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Por el amor de Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Ich muss nachdenken. Es ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Injin hat so viel verändert. Erzählen Sie mir etwas über Injin und die Insel. Was hat das alles mit Ihnen zu tun? Ich bin hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster, etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Injin die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Was bedeutet ihr Name? Er bedeutet kleiner Fisch, wie die, die so viele Farben haben. Ich wusste gar nicht, dass diese Insel mal bewohnt war. Injin hat ihr Volk umgesiedelt? Uns wurden Unterkunft und Medizin versprochen. Und Bildung. Sie haben ihr Versprechen nicht gehalten. In gewisser Hinsicht wohl schon. Aber die Unterkünfte waren in Slums. Die Medizin war abgelaufen oder verunreinigt. Wir hatten Schulen, aber keine Lehrer. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie. Sie ist ein Teil von mir. Aber... als Injin auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Injin ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknöpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Injin-Leuten nicht so simpel erschien. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Das war sicher eine schwere Zeit für Ihren Vater. Er wollte nur das Beste für unser Volk. Er war zu vertrauenswürdig. Er wurde ausgenutzt. Er scheint ein mutiger Mann gewesen zu sein. Standen Sie sich nah? Damals auf der Insel, ja. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Mein Vater war ein Awa, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war es sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das machte ihn sehr unglücklich. Was ist Sibo? Der Berg da. Er ist wie ein Haus, hat mein Vater gesagt. Mein Volk glaubte, dass die Tiere der Welt ihn errichtet haben. Bevor Injin kam, gingen mein Vater und ich ans Meer. Mein Vater immer, Nima, kleiner Fisch, schwimm nicht so weit. Draußen kann ich dich nicht fangen. Als Injin kam und wir nach Costa Rica ziehen sollten, wurde ich sehr wütend auf meinen Vater. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört, aber er war nie wütend auf mich. Er hat gesagt, dass ich wie der Fisch bin, der nie nach dem Köder des Anglers schnappt. Er hatte recht. Ich war immer sehr vorsichtig. Er hat mich immer an meine Sturheit erinnert. Dachte immer, dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Mariquita. Ich werde sie bald nicht mehr beschützen können.
Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, smuggeln Drogen oder schlimmer. Manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Jetzt bin ich der Angler. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder schnappen muss. Sie haben Ihre Tochter Savannah genannt? Ja, es ist ein Sönnername. Ich habe sie nach der Stadt benannt. Da gehen wir hin, wenn der Job erledigt ist. Ein neues Leben anfangen. Das ist ein guter Name und eine gute Stadt. Ich will, dass Savannah frei ist. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. Ich hoffe einfach, dass ich für sie da sein kann, wie mein Vater es für mich war. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war, und nicht nach dem Köder des Fisches schnappen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig ist. Ich glaube, mein Vater glaubte das auch. Jess hat mein Leben auch verändert. Sie war meine zweite Frau, zweite Tochter. Ich scheine ein genetischer Informationsträger für Rebellion zu sein, weil beide meine Töchter das geerbt haben. Ich arbeite echt hart. Ich arbeite echt hart, um Jess zu beschützen und Ärger von ihr fernzuhalten. Sie sieht das aber anders. Was ist mit Ihnen? Ist aus Ihnen was geworden, weil Ihre Eltern Ärger von Ihnen ferngehalten haben? Ich? Ich war selbst ein kleiner Teufelsbraten. Unkontrollierbar. Das liegt bei mir in den Genen. Oh, naja, das ist was anderes trotzdem. Was Jess in ihrem Leben bisher gefehlt hat, ist eine Vaterfigur, die auch präsent ist. Naja, Sie sind zu einer sehr fähigen Frau herangewachsen. Ihr Vater muss sehr stolz auf Sie sein. Danke, Jerry. Das hätte mir aber früher klar werden sollen. Ich verstehe. Nima, schauen Sie... Was denn?